Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Final Fantasy X 2HD Perfect Game. Wir haben in der letzten Folge erfolgreich den dunklen, schwarzen, wie auch immer, Yojimbo besiegt und wollen in dieser Folge den Rest der Schildebene machen. Ich habe jetzt aber schon mal offscreen etwas vorbereitet, nämlich habe ich mich ein bisschen um die Ausrüstung gekümmert. Die haben wir jetzt wieder umgestellt auf Normalbetrieb, denn wir haben ja, falls ihr das nicht mehr wisst, in der letzten Folge ein bisschen hier umgestellt, um uns vor Gift zu schützen. Jetzt aber wieder hier ganz normaler Betrieb mit Angriff, Angriff und Abwehr. Und hier natürlich Angriff und Blutbefleckter, damit man Schaden raushauen kann. Und Yuna immer noch als Weißmagierin unterwegs, aber nicht mehr sehr lange. Um das schon mal zu spoilern. Die wird bald was anderes lernen müssen. Sie ist auch eh bald durch. So, wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal nochmal zur stillen Ebene und sammeln uns da noch ein bisschen was zusammen. Müssen ja zum Glück keine Monster fürchten. Da wir immer noch Monsterschreck ausgerüstet haben. So. Muss ich jetzt wieder dran gewöhnen, hier mit einem Analog-Stick zu spielen. Ich habe mir viel zu viel Final Fantasy 8 gespielt die letzten Tage. Auf dem PC. Da hat man ja normalerweise keinen Analog-Stick-Support in dem Sinne. So, stille Ebene. Go, go. Los, mach, schneller, Ladezeit. Geh doch. Immer mal darauf achten, dass man hier den guten Shinra erwischt, wie er hier solche Dinger hinsetzt. Sobald das Ferrophon installiert ist, werde ich auch ein paar Spiele ausprobieren. Was? Was für Spiele? Will ich haben. Ja. Da gibt es dann eine Checkliste am Ende des Kapitels, die man unbedingt immer schnell durchgehen sollte, ob man das alles gemacht hat. Und da könnt ihr euch das schon mal so ein bisschen merken, was ihr denn, ne, hinter euch gebracht habt und was noch nicht. So, wir müssen auf jeden Fall erstmal hier Kisten einsammeln, wie immer. Zum Beispiel eben die hier mit Sprinterschuhen oder eben auch ganz im Süden mal wieder. Man muss halt wirklich jedes Mal über die komplette Ebene laufen, weil diese ganzen Kisten immer so ungünstig platziert sind, dass man nicht diese Luftpapiere nutzen kann, zumindest nicht sinnvoll nutzen kann. Tja. Und deswegen eben, ne, Fußarbeit. Aber es ist ja schön, dass man das nur ungefähr viermal machen muss pro Durchlauf. Das heißt, drei Durchläufe sind das 12-mal Kisten einsammeln. Muss man schon sagen, auf den Ebenen ist das halt das Nervigste. Alles andere geht ja eigentlich. Aber stell dir das jetzt mal vor, jedes Kapitel mit ohne Monsterschreck. Also, ne, das wird eine Weile dauern. Eine Weile. Wenn Yuna nur ein bisschen schneller laufen würde, ne? Eigentlich sind die Kisten halt auch so platziert, dass man wirklich komplett über die gesamte Ebene laufen muss. Naja. So, drei Äther. Dann muss ich hier irgendwo mal kurz runterspringen. Auch wenn ich nicht unbedingt hier hin wollte, aber das ist ja egal. Achso, doch, warte mal. Man muss ja dann hier, glaube ich, irgendwo wieder runter. Oder? 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 Yuna, spring! Ich hasse diese Stelle. Man kann hier halt nicht einfach so wieder runterspringen. Ich such das jedes Mal. Verdammt, das war doch da unten irgendwo. Irgendwo hier konnte man runterspringen. Das ist aber so ein kleiner Bereich, dass mich das jedes Mal annervt. Wie sonst was. Irgendwo hier. 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 Bin gefangen. Verdammt, wo war das? Game, please. Gib mir den Jump-Trigger. Ich halte die ganze Zeit Kreis gedrückt. Game! Game? Hallo? Hallo? Ich möchte bitte springen. Also ich lade gleich einfach neu. Was ist das? Drücke ich halt nochmal Neukreis. Vielleicht habe ich ja irgendwas kaputt gespielt. Oder musste man X-Button mächen? Nein. Macht keinen Sinn, oder? Dieses Spiel. Es will mich nicht. Ich bin gefangen. Ich bin gestrandet. Mano.
Das ist echt die dümmste Stelle im Spiel. Ah ja, da ist der Trigger, hinter der Säule, natürlich. Warum auch nicht? Wie gesagt, ich suche den jedes Mal, weil der so unlogisch platziert ist. Hinter der Säule, ey. Und ihr habt ja gesehen, wie klein der ist. Ich bin ja nur schon dreimal durchgelaufen in der Zwischenzeit. Naja. So, von der Monsterfarm aus gesehen, hier rüber irgendwo. Hatte ich mir das irgendwo markiert, beziehungsweise aufgeschrieben. Warte mal. Nee, nach Westen Zwischenverwerfung. Das heißt hier irgendwo. Genau, da. Ist so ein Mega-Phönix, aber immerhin, den könnten wir später nochmal gebrauchen. Und dann müssen wir einen kurzen Zwischenstopp in der Monsterfarm einlegen. Dup. Jetzt wäre auch eure Gelegenheit, mit den Luftmobilen hin und her zu fahren, bis ihr ein wichtiges Item bekommt. Nämlich die Monatskarte der Stille. Aber das machen wir im letzten Durchgang erst, weil das wäre jetzt einfach nur Zeitverschwendung. Da man dieses Item immer wieder verliert, wenn man ein New Game Plus startet. So wie die meisten wichtigen Items, die storyrelevant sein könnten. Naja. Jedenfalls müssen wir hier einmal kurz in die obere Etage gehen, um das hier zu triggern. Der gute Shinra möchte nämlich seinen Sphärophon im letzten Eck von der Monster Farm aufstellen. Hallo! Das Sphärophon ist installiert. Ja, dankeschön. Muss man erstmal drauf kommen. Wenn man sowas nämlich nicht macht, dann hat man eben ein paar Sachen nicht, ne? Was nicht schön wäre. Gut, dann müssen wir natürlich nochmal zur Talbrücke in Richtung, wie heißt das Ding jetzt? Ach ja, hier, vergessene Grotte. Denn auch in der vergessenen Grotte, haben wir ja schon gesehen, sind noch ein paar Kisten, die wir nicht bekommen konnten, weil uns die Story einfach rausgeschmissen hat. Also die Nebenquest. Ach ja, ich meine, die Musik ist immerhin schön, aber ist ja zum Glück das vorletzte Mal, dass wir jetzt hier alles einsammeln müssen und dann haben wir es geschafft. Zumindest in diesem Durchlauf. Ich will nicht mehr. Diese Kisten, ne? Das ist so lächerlich, wie schlecht die auch sind. Ich meine, gut, der Mega-Phönix ist ganz nett, die Sprinterschuhe mehr oder weniger, aber alles andere ist halt so lächerlich. Wie auch immer, wir haben es schon kurz gesehen, hier ist eine Kiste im letzten Bereich. Gleich hier links am Rand, da. Und dann gehen wir noch in die vergessene Grotte, holen uns da die Items und dann hätten wir das Ganze geschafft. Und machen noch ein bisschen Main Story, glaube ich zumindest. Ja, ja, doch, das schaffen wir halt noch. Wir sind jetzt hier gleich durch. Vergessene Grotte gibt es eine Abkürzung, da muss man also nicht sehr lange rumlaufen. Hier müssen wir das erste Mal jetzt einen Pfad entlang laufen, im dritten Kapitel. Davor war dort nie was. Das ist so typisch Final Fantasy. Nämlich dieser Weg hier rechts. Manche kennen ihn noch aus der 10, da hat man sich nämlich ein altes Schwert geholt, was man für Auron gebraucht hat. Für seine ultimative Waffe, bla 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 bla. Guckt meinen LP. Genau, da steckt nämlich ein altes Schwert eigentlich. In der 10 noch. Gut. Glaube ich zumindest, dass es da war. Oder was rechts? Ne, ich glaube links. Egal. Jedenfalls nochmal zwei Mega-Phönix. Wie gesagt, man braucht die später gegebenenfalls bei einem Boss, der später ein normaler Gegner wird. Naja, ihr werdet es ja sehen. Ich habe nämlich gerade nochmal durchgescored, weil ich ja nochmal hier eingestellt habe, was die wann lernen und ob ich vielleicht schon mit gewissen Charakteren doch schon mit anderen Kostümen vorwärts gehe, mich voranarbeite. Aber das ist halt, man kann es halt machen, wie man möchte. Man levelt später sowieso nochmal so viel, dass es jetzt noch gar nicht wirklich lohnt. Bis auf ein, zwei Sachen, die man vielleicht machen sollte. Kommen wir da Astra, genau. Zum Beispiel eben, dass ich jetzt Pain schon mit Itemschützen trainiere. Ist relativ gut, wenn man das schon hat. So, und da haben wir jetzt hier nur für diese eine einzige Kiste einen Sternenring. Frage mich gerade, was das hier eigentlich ist. Das sieht so komisch aus. Wer weiß. Weiß gar nicht, ein Sternenring ist, glaube ich, Autoreflex sogar, also relativ stark, wenn man sich so überlegt. Ich kann ja mal kurz schauen. Oh ne, das war falsch. Sternenring, da. Ach, wie er es weiß. Krass, wa?
ich alles weiß. Musste ich letztens erst wieder feststellen. Ich habe aber nach unten geguckt, liebes Spiel. Da war ich mal wieder zu schnell. Geh doch mal. Dankeschön. What the hell? So. Raus hier und dann zurück teleportieren. Leider ist da drin ja kein Speicherpunkt. Wäre ja zu schön. Puh, waren schon wieder 10 Minuten, ne? Na gut, davon habe ich eine Minute lang Stranded gespielt, sozusagen. Ich war eine Minute lost. Und dann gehen wir jetzt noch schnell zur Insel Bezet. Entsprechend meiner üblichen Reihenfolge von oben nach unten, auch wenn das jetzt Main Story ist, aber das ist relativ egal im dritten Kapitel. Denn man kann natürlich wieder ein paar Sachen machen. Dann muss man vielleicht noch was anderes auslassen, um halt nicht komplett voranzuschreiten im Kapitel. Dann hat man's. Ich hoffe mal, ich habe Glück, dass ich den Kollegen nicht suchen muss. Mal gucken. Ah, ich muss ihn doch suchen. War ja klar. Ja, da sehen wir schon Shinra wieder mit seinem Sphärophon. Ja, Ladebildschirm. Sei bitte etwas schneller. Dankeschön. Ich glaube, meine Blitzchen 3 ist schon im Sommerurlaub. Ah, ich muss kurz auf den hier warten, dass der das endlich mal installiert. Das zu triggern. Go for it. Jetzt platziere es endlich, du kleiner. Ja, ihr Styre bitte schneller. Ach, der macht das schon. Ich gehe derweil schon mal ins blaue Zelt. Denn im blauen Zelt haben wir wieder was zu tun. Was Kleineres. Wie in jedem Kapitel müssen wir natürlich den hier anreden. Hallo. Und PR-Duell 1. Der ist nämlich nach dieser Mission weg. Deswegen sollte man das vorher machen. Und dann können wir auch die Main-Story weitermachen. Ich hoffe mal, jetzt hat es endlich mal Shinra geschafft. Nein, er läuft immer noch dumm rum. Er will halt nicht. Oh doch, jetzt hat er's, oder? Nein. Da kommt sie nämlich eigentlich hin. Ich gehe jetzt einfach zu Lulu. Mir ist egal. Dann macht das schon. Ich glaube, das ist hier automatisch dann irgendwann. Hallo Lulu. The fiends? They're coming from inside the temple. But it's all right. Waka and the others fought them off. Luckily, no one was hurt. Guess your friendly neighborhood gullwings won't be needed. Any fiends they missed may still be wandering around. Waka and the rest split up to track them down. Give them a hand. The gullwings are on the job. We'll even give you our special bargain price. That's nice. Sorry, Lulu. That's okay. It's all right. Now go. Take a look around. People in the village will feel better knowing you're here, Yuna. Ja, ich bin wichtig, das weiß ich, Lulu. Danke. Was haben wir einen relativ leichten Bossgegner gleich? Ah, Sister, hier können wir die Szene. Installing a comm sphere. You never know when you might need a comm sphere. A new invention of yours? I'm just a kid. Shinra, did you fall and get a boo-boo? Here's the perfect guinea pig. Oh, I can see Yuna! Huh? The comm sphere transmits an image back to the airship. Oh, neat. Oh, more! Warum sind gerade ihre Knie so kaputt? Yuni! Yuni! Something's up! What's there to decide, Waka? We can finish off the fiends right here and now. Burning down a temple is going too far. You have another suggestion? We have to do something. What if the fiends keep coming? Or maybe you don't mind putting your family in danger. Hey, all we gotta do is stop the fiends, yeah? Naja, dann gehen wir mal hinterher und machen das Ganze hier ein bisschen. Weil ich glaube nicht, dass das Waka hinbekommt. Oh, guck mal, was macht denn das Kind da drüben?
ob ich ihm helfen sollte? Hallo, Kind, du bist dumm. Hallo, Kind. Ach, jetzt ist es weg. Ach, manchmal ist so ein altes Spiel dann doch schon schön. Also alt nicht unbedingt, aber diese Fehler. Ich liebe sowas. Hi, na, was geht? Walker's inside, fighting fiends. It would be so simple to burn this place down and take the fiends with it. Praying to them never did anyone any good. You're the one who destroyed Sin. You should know. Going to help him? I won't wait much longer. You want to see it burn that badly? It's for the safety of the village. Yeah. Für die Sicherheit, natürlich. Befreie den Tempel von den Monstern. Im Tempel, in dem Yuna ihre Prüfung absolviert hat, sind Monster aufgetaucht. Wenn du sie nicht im schnellsten besiegst. Schnellstens, aha, aha. Wird Beckel im Feuer legen, besiege alle Monster. Wäre irgendwie cool, wenn man das nicht schaffen könnte und Beckel das wirklich hier niederbrennt. Ja, zwar nicht dann fürs gute Ende, aber es wäre irgendwie cool, wenn das ginge. Aber leider muss man es schaffen. Komme, was wolle. Na, na. Hallo, Walker. Walker! You okay? Just a few scratches, huh? Nothing to worry about. There are too many. Let's get out while we can. The man was right. We have to use fire. Whatever's controlling the fiends must be down there. Take that bad boy out. And we won't need fire. Fair enough. Walker, stay here. Why? Why? Weil du ein Low bist, deswegen. Wouldn't want you to overdo it, Daddy. Hey, wait up! So, ich würde aber gerne mal kurz hochfahren. Habe ich jetzt nämlich kurz vergessen. Gibt es nämlich noch was zu holen, natürlich. Ja, hi Walker. Hier ist nämlich ein kleiner Eingang mit einer Kiste natürlich. Kann man ja mal vergessen, Entschuldigung. Hinten ist natürlich nichts mehr, wäre zu schön, ne? Hier so, Fraktura, Spheroid und so, ne? Wäre halt zu schön, wie gesagt. So, jetzt aber ab nach unten. Und dann wollen wir doch mal schauen, was hier so ein Stress macht, mal wieder. Ach, guck mal. Du hier, sag bloß. An Aeon? No. Something's not right. Waka, stay back. It's not safe. Ja, aber der dunkle Verfahren ist natürlich überhaupt kein Problem. Und wir machen mal Superklau. Und dann natürlich beten. Yay, vier Heilquellen. Ja, das ist ein relativ unproblematischer Gegner, einfach nur, weil er halt nicht sonderlich viel Leben hat im Vergleich zum schwarzen Yojimbo. 8430 ist überhaupt keine Herausforderung mehr für uns. Wenn man bedenkt, dass Pain halt schon mal 1000 Schaden macht, wenn man unter Combo angreift, ja. Laserstrahl wird uns bestimmt ganz doll wehtun. Nicht. Mein Gott. Und was soll's. Und hopp. Und einmal Fitka, because we can. Zack. Ach ja. Ihr seht schon, das ist sehr straightforward. Also braucht man sich überhaupt keine Gedanken zu machen, dass man irgendwie verlieren könnte. Zumindest wenn man sich heilt. Klar, so zwei Laserstrahle können schon mal wehtun, aber. Oh, nochmal ein Phytra. Nur zur Sicherheit.
Selbst diese Schallschwinge macht halt so wenig MP-Schaden, das interessiert uns überhaupt nicht. Ach, schon tot. Siehste? Ganz entspannt. Der gute Kollege bringt auch 15 AP. Habe ich mir zumindest so aufgeschrieben. Ob das mir wirklich stimmt, frage ich mich ehrlich gesagt gerade selber. Aber doch, könnte hinkommen. Weil ich weiß, dass sie gerade alle am Anfang einer Fähigkeit waren. That was my very first Aeon. Hm. I grew up here in Besaid. This is my home. I became a summoner here. This is where I first met you. I have to protect this place. Yuna. The job's done. I see. Glad to see you're not hurt. Or are you? Aren't you going to be a father soon? What if something had happened to you? What then? Quiet, meanie! It's okay. What can I say? He's got a point. Waka. If we die trying to save one memory, we risk losing them all. But what if it's a really important memory? Yeah, memories are nice, but that's all they are. It's an outbid saying, yeah? Well, yeah, but... Wie schade, dass die Musik so früh umschwenkt. Aus normale Bizet-Theme. Yuna, you alright? Yeah, just fine. I'll be waiting. Dieses Brüderchen-Vieh. Ja. I'll be waiting. Not just memories, yeah? Fiends ever come out of the temple again, I may really have to burn it. I guess so. But call me before you do. We'll save fire for our last resort. You got it. Und damit haben wir diese Mission natürlich abgeschlossen. Ah, schön. Schön einfach vor allen Dingen. Bekommen wir nochmal einen Mondring, natürlich mit Autoshell. Sternenring ist halt Autoreflekt. Lichtring. Dieses, glaube ich, ist Autoprotes und Mondring dementsprechend Autoshell. Brauchen wir natürlich eigentlich nie, glaube ich. Nein, ich glaube nicht. Und leider werden wir wieder aufs Luftschiff zurückgeworfen, weil natürlich irgendwelche Trigger umgestellt werden müssen im Besaid. Aber das ist natürlich wieder eine schöne Stelle für uns, um mich in die nächste Folge zu verabschieden. In der es wieder mal eine kleine Nebenquest zu tun gibt, zu erledigen gibt. Und dementsprechend sehen wir uns da wieder. Macht's gut, bis dahin und tschüss. What would you do if you were me? Let me out! I want to see her!